Bischof Gebhard Fürst, Sie haben am heutigen Abend den Startschuss gegeben für die regelmäßigen Live-Übertragungen aus Leutkirch, aus dem Tagungshaus Regina Pazis. Was erhoffen Sie sich von dieser Einrichtung? Ja, hier ist ja ein Haus, das sehr lebendig ist im geistlichen Leben. Hier gibt es Gebet, Anbetung, Feier der Eucharistie. Und das aus diesem geistlichen Raum hinaus zu transportieren zu den Menschen, dass sie daran teilnehmen können, das ist eine wichtige Aufgabe, insbesondere jetzt auch für die Medien und für diese neu eingerichtete Station. Und was erhoffen Sie sich von den Übertragungen? Es gibt viele Menschen, die nicht mehr aus dem Haus kommen und die sehr dankbar sind, wenn sie die Möglichkeit haben, an einem Gottesdienst, an einer Messe, am Gebet anderer teilzunehmen, live teilzunehmen. Das stiftet ein Zugehörigkeitsgefühl, das besonders für Menschen, die einsam sind und nicht aus dem Haus können, aus welchen Gründen auch immer, das gibt ihnen stark den Eindruck, und nicht nur den Eindruck, sondern auch das Gefühl, dass sie zu einer betenden Gemeinschaft dazugehören und nicht alleine sind. Sie haben ja auch erzählt, beziehungsweise Pater Hubertus Freiberg hatte erzählt in seiner Ansprache, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass er vor 16 Jahren noch bei Ihnen im Büro saß und da auch die Frage im Raum stand, das Haus komplett zu schließen. Sie haben sich damals anders entschieden. Warum? Ja, nun, wir hatten in dieser Zeit damals schon eine erhebliche Krise, weil die Kirchensteuern so stark zurückgegangen sind. Und wir sind eine Diözese, die haben die allermeisten Bildungshäuser. Ungefähr 15 und mit den Ordenshäusern zusammen noch ein paar mehr. Und da war natürlich die Frage, können wir uns das weiterhin leisten? Und wir waren der festen Überzeugung, dass wir uns das nur leisten können, wenn die einzelnen Bildungshäuser oder Tagungshäuser, die Orte, zum Beispiel wie Regina Pazis jetzt, so attraktiv sind, dass die Leute da hinkommen, dass sie nicht leer stehen und dass dort ein lebendiges Geschehen passiert, das natürlich auch finanziell was einbringt, damit man solche Häuser halten kann. Und in diesem Zusammenhang war dann Pater Hubertus bei mir und hat gefragt, wie ich dazu stehe. Und ich habe gesagt, jetzt probieren wir es halt. Und ich kenne ihn ja auch und ich habe auch Regina Pazis gekannt mit einer großen Geschichte hier auch in der Stadt. Und ich dachte, es wäre schade, wenn das jetzt einfach geschlossen wird. Und wenn gute Leute sich da reinhängen sozusagen, dann wird da schon was draus werden. Aus diesem Vertrauen heraus, dass da was gelingt, habe ich dann zugesagt, dass wir das jetzt mal probieren. Und jetzt ist der Regina Pazis in die Jahre gekommen, aber nicht alt geworden, sondern noch jünger und lebendiger geblieben. Sie haben ja auch in Ihrer Predigt erwähnt, dass gerade jetzt in der heutigen Zeit die Kirche wieder ein Ort werden soll für die Verängstigten dieser Zeit. Wie wollen Sie das konkret in die Tat umsetzen? Vielleicht jetzt auch hier mit dem Tagungshaus. Also unsere Kirche, sage ich mal als Ganze, als Ortskirche, lebt von den vielen kleinen Kirchengemeinden und Orten, wo geistliches Leben geschieht, wo Menschen sich begegnen, wo sie sich angenommen fühlen, wo sie miteinander in einer lebendigen Kommunikation sein können. Das sind lebendige Zellen über das ganze Land. Und die müssen wir versuchen, miteinander zu vernetzen, dass sie sich selber auch nicht isolieren. Aber sie müssen so ausgestattet sein, dass dort, ich sage es mal etwas mit dem großen Wort, ein lebendiger Geist, Gottes Geist, weht und spürbar ist in der Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen. Und das Spezifikum dieses Hauses ist, dass es ja keine Gemeinde ist, sondern dass es ein Haus ist, zu dem, in das Menschen auch kommen können, die sich vielleicht in der eigenen Gemeinde nicht beheimatet fühlen, dann mit anderen zusammen hier Heimat finden, lebendige Kommunikation haben und eine Atmosphäre spüren, die etwas mehr ist als ein Kongresszentrum oder ein Hotelbetrieb, sondern wo der Geist Jesu Christi lebendig ist und erfahrbar ist.
Und wenn das so geschieht, dann hat dieses Haus, und das ist ja jetzt auch Gott sei Dank so, dann hat dieses Haus Ausstrahlung, dann kommen die Leute gerne und können, wie ich das auch formuliert habe, hier im besten Sinn des Wortes Ruhe finden und Kraft schöpfen, um dann wieder ihren Alltag zu bestehen. Wir haben ja auch die Zeugnisse gehört vom Pfarrer Kocher von Radio Horeb oder von Martin Rothweiler, dem Geschäftsführer von EWTN, dass die Menschen, die jetzt zum Beispiel die Heilige Messe über die Medien, über die katholischen Medien mitverfolgen, auch so eine Art ja, Familiengefühl entwickelt haben. Welche Rolle spielen in Ihrer Meinung nach die Medien bei dieser ja, Bildung als Heimat, Kirche als Heimat für die Menschen? Die Medien bringen Ereignisse ins Haus, in das Zimmer von Menschen, die nicht live bei den Ereignissen selber dabei sein können. Von daher ist es ein großer Dienst der Medien, dass sie diese Teilnahme an diesem lebendigen Geschehen während der Gottesdienste, bei der Anbetung und so weiter, dass sie dieses lebendige Geschehen miterleben dürfen und spüren dürfen. Und das ist der Auftrag kirchlicher Medien, zum Beispiel in diesem Bereich das zu vermitteln. Und wie ich das jetzt hier erlebe mit dem großen Engagement, ich denke, dass das auch gut gelingt. Man sieht hier die Resonanz, dass Menschen hier gerne herkommen. Und man sieht ja auch die in den, sage ich mal, Einschaltquoten, die Sie jetzt vielleicht nicht so genau berechnen können, aber von denen Sie wissen, auch aus Grund von Briefen, auch aufgrund von Spendeneingang, dass das dankbar angenommen und wahrgenommen wird. Das ist eine Dimension kirchlicher Medienarbeit, die Sie hier in guter Weise durchführen und ermöglichen. Jetzt gerade auch dadurch, dass sich die Kirche im Strukturwandel befindet, so Stichwort ja, Priestermangel und auch ja, die Zusammenlegung zu immer größeren Gemeinden, wird da die Rolle der Medien, besonders jetzt auch von Radio Horeb und EWTN in Zukunft noch wichtiger? Also die Rolle der Medien in der Verkündigung des Glaubens solcher religiöser Ereignisse ist, glaube ich, eine große und eine wirklich bedeutende Rolle, die sie da spielen. Ich würde mal so sagen, wir versuchen da in unserer Diözese keinen Zentralismus zu betreiben, sondern dass wir auch im lebendigen Glauben live in der Fläche sind und bleiben. Da haben wir viele pastorale Mitarbeiter und da haben wir auch immer noch, Gott sei Dank, Priester und andere kirchliche Dienste und Ämter. Und wir haben zum Beispiel Diakone und die ermöglichen uns das schon ganz nahe bei den Menschen zu sein. Aber es gibt immer welche, die eben diese Nähe körperlich, leibhaftig nicht erreichen können und von daher sind solche Zentren, von denen auch über die Medien was ausgeht, schon sehr wichtig. Und in unserer Zeit, wo die Menschen immer älter werden, wird auch die Zahl derer größer, die sozusagen an das Bett oder an die eigene Wohnstube oder an das Pflegeheim gefesselt sind. Das werden mehr. Und dass die Menschen nicht vereinsamen, auch geistlich nicht austrocknen, das ist eine großartige Aufgabe der Medien, insbesondere auch jetzt von Fernsehen, Bildern. Nirgendwo ist man so live dabei wie bei Bildern mit Farbe und einem guten Ton und schöner Bildregie. Sie sind Medienbischof der Bischofskonferenz, haben daher auch nochmal einen besonderen Blick. Sie haben ja zu Beginn Ihrer Predigt auch ja, von der Zeit, vom Wandel in der Digitalisierung gesprochen, beispielsweise auch von der Bilderflut, von der Reizüberflutung, die vor allem ja auch die Jugend spürt, die mit ja, den neuen Medien aufwächst. Was haben Sie denn für einen Ratschlag an vor allem an junge Katholiken, dass sie trotz dieser medialen Realität sagen wir, auch den persönlichen Bezug zu Gott nicht verliert? Also es ist richtig, dass natürlich die Medien auch eine Schattenseite haben, dass sie unglaublich zerstreuend wirken. Wir haben ja gedacht, so in den letzten Jahren, jetzt sind wir weltweit vernetzt und alles ist uns zugänglich und wir haben alle Informationen, die wir brauchen und das macht uns weise und klug und wir können entscheiden und so weiter. Also ein neues Gefühl von Freiheit und Beziehung und so weiter. Inzwischen merken wir, dass die ungeheure Flut an Bildern, an Informationen,
auch jetzt auch in Videos und so weiter mit ihren ganz unterschiedlichen Ausrichtungen die Menschen hin und her zappen lassen, dass sie nirgendwo richtig zu Hause sind. Und dass dann, wo sie sich zu Hause fühlen, oft sie immer nur mit Gleichgesinnten eine sogenannte Filterblase bilden, wo sich die gegenseitig immer nur in ihrer Meinung bestätigen und vielleicht auch hochschaukeln. Und da haben jetzt kirchliche, christliche Medien natürlich die Aufgabe, sich in diesem ungeheuer mächtigen Markt der Bilder und der Informationen, diesem Tsunami, der da über uns hereinbricht, sich so aufzustellen, dass man uns findet. Das ist gar nicht immer so einfach. Jemand, der von uns gar nichts weiß, den wir aber gerne erreichen möchten oder dem unser Angebot, wenn er es denn fände, gut täte, da müssen wir uns kundig machen und gut aufstellen, dass wir die erreichen. Und das ist nicht einfach. Ich weiß, dass zum Beispiel die verrücktesten Videos millionenweise Klicks bekommen, weil es immer wieder das gleich Verrückte abläuft, sodass wir da auch in einem sehr aufgemischten Markt uns bewegen. Aber dort, wo wir es schaffen, zu den Menschen zu finden und ihnen das Gefühl zu geben, für sie wird hier etwas erschlossen, ermöglicht, das ein bisschen tiefer geht als das allgemeine Klimbim, das es so gibt. Ich denke, das gibt vielen Menschen eine Hoffnung und eine Zuversicht und auch wieder eine Orientierung, die sie ohne unsere Arbeit vielleicht verlieren. Ja, Herr Bischof, ich danke Ihnen zunächst auch mal ganz herzlich, auch im Namen von Radio Horeb und im Namen von EWTN, für das große Vertrauen, das Sie heute auch uns da entgegengebracht haben mit dem Startschuss, jetzt für die regelmäßigen Übertragungen aus Leutkirch. Was möchten Sie zum Schluss den Zuhörern von Radio Horeb und den Zuschauern von EWTN noch mit auf den Weg geben? Also ich möchte Ihnen mit auf den Weg geben, dass Sie in diesen beiden Sendern und Einrichtungen etwas haben, was ganz für Sie gemacht wird, Sie immer im Blick hat und dass Sie dafür ja auch dankbar sein können und dass wir alle miteinander dankbar sind, dass es Menschen gibt, die sich auf diejenigen, auf die vielleicht viele Menschen in der heutigen Zeit gar nicht mehr blicken, die nicht vergessen und ihnen eine Kommunikation ermöglichen, die ihnen doch zeigt, ja, wir sind bei euch und ihr seid bei uns und das wünsche ich mir. Und dazu möchte ich auch einladen, die Zuseher und die Zuhörer, dass sie damit wirken. Herr Bischof, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.